mit dem Boot während der Predigt. Und dann? Naja, er war einfach da und dann verschwand er irgendwie. Genau wie der Landwirt gesagt hat. Der Mann wurde vom Teufel gefickt. Ja, ich weiß, was der Vater gesagt hat. Hast du denn gesehen, wohin er gegangen ist? Tja, er verschwand einfach irgendwie. Ich verstehe. Also, Bruder, da habt ihr den Ketzer gefunden. Und ich werde woanders suchen. Wir suchen das immer einen Hohlkopf. Hat nichts so gesehen, heißt aber das Maul ist auch hier drin. Nastja hat dich angelogen. Wir haben niemanden umgebracht. Ihr Vater, er ging los, um einen Dämonen zu bekämpfen und starb dabei. Erzähl's ihm, Kusma. Ja, er griff einen Dämon an. Und wir haben hier viele Weisen wie sie, also... Du Satans Brot, lass uns bitte mal raus und führe diese Leute nicht in Verlustung. Was ist los? Was ist denn da? Halt ehrlich. Du willst es gar nicht, langweilig zu sein. Von mir aus könnte es noch langweiliger werden. Sag mal, Herr, beschütze mich. Was war das da gerade in dem Durchgang? Wer ist da? Habt ihr ihn schon gefunden oder soll ich selbst nach ihm suchen, Brüder? Was ist das? Da unten. Sucht ihn! Ich kann seine Gegenwart spüren! Die Last unserer Sünden. Was ist denn dein Name, hey, Brüder? Was hat da so geklappert? Na
habe ich etwas gesehen. Ganz sicher. Und Bruder, was war da? Nein. Warum sollte doch etwas sein? Gelobt sei der Fisch. Was war da für eine Bewegung? Du bist in den Durchgang, Bruder! Nimm das, Diener Satz! Lade nach, Brüder! Er war da unten! Hey, was war das da unten? Lasst uns den verdammten Heiden finden, Brüder, bevor er die Flucht ergreift! Du tust gut daran, dich zu verstecken, Ketzer! Dadurch kannst du deinem finsteren Herr ein letztes Gebet zukommen lassen! Diener des Bösen! Zu deinem dunklen Meister, dem Vater der Lügen. Das könnte deinen Tod erleichtern. Ich ergebe mich!
und rette und beschütze erst recht unseren heiligen Weisen Silantios, den wahren Hirten der Gläubigen, denn nur er behütet uns vor Gottes Zorn. Was ist denn los? Oh, ich fühle mich nicht gut. Oh mein Gott. Das ist die Strafe für unsere Sünden. Das ist alles für unsere Sünden. Denn wir haben schwer gesündigt. Oh Herr, erlöse uns und hab Erbarmen. Oh Herr. Schon Sorgen gemacht. Du hast da drin ganz schön gewütet. Dafür könnte ich dich abknutschen. Allerdings muss ich Katja und Nastja zu Aurora bringen. Wir sehen uns also dort. Schau auf die Karte. Offenbar kannst du von deiner Position geradewegs dorthin rudern. Artyom! Hier! Teufel war das? Ein Wal? Der ist verdammt riesig. Der Alte hat mich als Wache vorgeschickt und mir gesagt, dass ich nichts unternehmen und unter keinen Umständen in Aktion treten soll. Also saß ich in der ersten Reihe, um dich zu beobachten. Du hast die Besatzungstruppen nicht gerade friedlich mit heiligem Kreuz und Gebet unterworfen. Anna hat bereits von dem Kult berichtet. Wie wäre es, wenn wir Plätze tauschen?
Ich würde nur ungern nach Moskau zurückkehren, ohne auch nur einmal geschossen zu haben. Ich wollte doch dort ein Mädchen für mich gewinnen. Da habe ich wohl Pech gehabt. Warum bekommen alle anderen immer die tollen Einsätze? Der Oberst kritisiert dich und so, aber gibt dir trotzdem die besten Aufgaben. Zeigt er dir so sein Wohlwollen oder versucht er dich umzubringen? Aber ich finde das nicht fair. Da werde ich aus Moskau gezerrt. Und wofür? Um den Ofen zu befeuern und mit einem albernen Fernglas im Matsch zu hocken? Hier haben wir allerdings die Chance, etwas Beute zu finden. Das Flugzeug dort. Lass mir da einfach was liegen. Ich vermute, ich werde länger bleiben müssen. Kommt unser Artium vom Abgrund der NATO-Besatzungszone zurück. Du lebst! Zurück. Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Lass uns gehen. Papa spricht gerade mit Katja. Sie sind so nett. Sowohl Katja Danke als auch Danke für die Informationen, Katja. Aber ich habe noch eine Frage. Natürlich. Was weißt du von den Besatzungstruppen? Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was sie... Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Nein, ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Ich verstehe. Artyom, einen Moment. Vielen Dank. Ohne dich Artyom, wären wir nicht so offen. Komm mal bei mir vorbei, wenn du mich erhalten willst. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom. Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt. Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Krest. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jerma kriegt das nicht alleine hin. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Krest ein, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück.
Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Nun, zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Aber es gibt trotzdem noch viele Fragen. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung bringen, wenn wir Yamantau erreichen. Und zwar aus erster Hand. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um das mal in Relation zu setzen. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können.